Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mir für heute mal überlegt, ein Video über 10 sehr, sehr coole, nützliche und hilfreiche Sachen zu drehen. Die meisten der Sachen habe ich auf Amazon bestellt, deswegen verlinke ich euch die auch mal in der Infobox. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auch Alternativen vor Ort in eurer Stadt zum Beispiel finden könntet. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal los. Starten wir einfach mal mit diesen Kopfhörern. Die gibt es jetzt hier in Weiß und Gold, wie ihr sehen könnt. Aber ich habe sie auch noch in Schwarz gesehen. Also das wäre dann, glaube ich, eher was für die Typen. Auf jeden Fall finde ich die wirklich mega, mega hübsch. Und der Sound ist einfach richtig, richtig gut. Ich finde, sie ähneln auch total diesen berühmten Beats-Kopfhörern, die aber sehr, sehr teuer sind. Und diese hier kosten im Vergleich nur 15 Euro. Was ich einfach nur ein mega krasses Schnäppchen finde. Ich benutze sie jetzt selbst wirklich schon einige Wochen und finde sie wirklich echt gut, weil die den Klang auch direkt so in die Ohren bringen und nicht so viel von dem Klang so nach außen strahlen, wenn man das so nennt. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Dann etwas Cooles für die Laptop-Tastatur. Und zwar ist es so ein Tastatur? Ja, ne? Ist richtig. Irgendwie kommt mir dieses Wort gerade komisch vor, aber egal, machen wir weiter. Auf jeden Fall ist es so ein Tastaturschutz aus Silikon. Den legt man einfach auf die Tastatur drauf und ja, erstmal ist halt das Aussehen natürlich im Vordergrund, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Also ich finde, das sieht mega, mega hübsch aus mit diesen Farben. Es gibt auch noch viele andere Farbmuster, also falls das jetzt nicht so euer Ding ist, dann verlinke ich euch auf jeden Fall mal die Alternativen in der Infobox. Auf jeden Fall finde ich das sehr hilfreich, weil die Tastatur somit nicht einstaubt und noch dazu sieht es einfach richtig, richtig süß aus. Was denke ich auch für Jungs als auch für Mädchen sehr, sehr hilfreich und praktisch sind solche Powerbanks. Ich habe jetzt hier mal diese zwei Stück und zwar einmal dieses große weiße. Das hat wirklich, ich schreibe euch die Zahl nochmal irgendwo hier hin, unglaublich viele Ladezeiten sozusagen. Also damit kann man das Handy wirklich extrem häufig aufladen. Ist aber natürlich auch ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Und dieses hier ist wirklich perfekt für die Handtasche oder auch für die Hosentasche, für die Typen geeignet. Und zwar, ja, es ist einfach dieses kleine schwarze. Falls ihr das Prinzip von der Powerbank noch nicht kennt, also das ist einfach ein mobiles Ladegerät. Das könnt ihr einmal an eurem Laptop aufladen mit so einem USB-Ladekabel und dann könnt ihr das einfach überall hin mitnehmen und mit eurem Handy-Ladekabel dann immer wieder euer Handy aufladen. Und bevor jetzt einige schreien, hey, das ist doch ein absolutes Mädchen. Okay, egal, ignorieren wir das. Hey, das ist doch ein absolutes Mädchenprodukt. Das ist eine Gesichtsmaske. Ja, ich weiß. Aber ich finde, auch Typen können sich eine Gesichtsmaske machen. Gerade wenn sie auch genau wie Mädchen mit Hautunreinheiten zu kämpfen haben. Und da wollte ich euch auf jeden Fall diese mal vorstellen. Das ist nämlich meine liebste All-Time-Favorite-Gesichtsmaske. Und zwar ist es halt von AOK die Sesand-Mandel-Kleie-Maske. Und die gibt es nicht im DM, aber im Rossmann zu kaufen, soweit ich weiß. Und auf jeden Fall gibt es sie auch auf Amazon zu bestellen. Da bestelle ich sie immer. Und ich finde, die macht wirklich eine richtig schöne, porenreine Haut, holt da irgendwie alles aus der Haut raus und auch vorhandene Pickel heilen mit dieser Maske einfach super, super schnell ab und deswegen liebe ich die einfach. Und dann kommen wir zu diesem kleinen Teil und zwar gibt es das in ganz vielen verschiedenen Farben und zwar ist es ein Lautsprecher. Ihr könnt mit diesem kleinen Lautsprecher per Bluetooth euer Handy verbinden und dann spielt der Lautsprecher die Musik vom Handy ab. Ich demonstriere euch das einmal. Das Kabel, was jetzt hier drin ist, ist übrigens nur das Ladekabel. Man muss den nämlich einmal am Laptop aufladen und dann hält die Batterie, die da drin ist, oder nee, das Akku besser gesagt, hält dann 5 Stunden lang. Also das funktioniert ohne Kabel, nicht, dass es da zu Verwirrung kommt. Und dann schaltet ihr einfach an eurem Handy euer gewünschtes Musikprogramm ein. Und man kann dieses Gerät echt so laut stellen. Wartet mal ab. Okay, ich glaube, ihr habt echt gut gehört, wie laut das Gerät sein kann. Gerade jetzt für den Sommer, wo man irgendwo mit Freunden chillt, auf einer Wiese oder auch irgendwie zu Hause einfach bei einer Hausparty und sonst keine Musik da ist, finde ich das Ding einfach mega cool. Und by the way, das kostet nur 15 Euro. Krass, oder? Dann habe ich noch dieses schöne Deko-Teil entdeckt, was aber zugleich auch einen praktischen Sinn hat. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist es so eine Fernbedienungs-Handy. Aufbewahrungsbox oder Organisationsbox. Das gibt es, glaube ich, auch noch in Schwarz. Ich habe mich jetzt hier für Weiß entschieden und ich finde das Ganze echt sehr, sehr praktisch, weil man einfach seine ganzen Fernbedienungen und so weiter darin lagern kann. Okay, und bei der nächsten Sache könnte man tatsächlich erst denken, ich will euch jetzt verarschen oder das ist nur so ein Scherzartikel. Aber nein, es funktioniert echt sehr, sehr gut, erstaunlicherweise. Ich war tatsächlich auch etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist es eine Reinigungsmasse. Ja, ihr hört richtig. Das ist gelber Schleim, der kommt aber eigentlich ganz gut so im Ganzen da raus und der riecht auch irgendwie schon so richtig nach so Reinigungszeug, irgendwie nach so Putzzeug. Und mit diesem Schleim kann man einfach alle möglichen super kleinen Bereiche sauber machen, an die man sonst nicht drankommt. Zum Beispiel die Tastatur, Fernbedienungen, wo wir schon beim Thema sind.
So zum Beispiel. Das klappt so gut. Oha, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier klebt auf jeden Fall jetzt schon eine Menge Staub und Dreck dran. Und übrigens, falls man mal total zu faul ist, Staub zu putzen, kann man sich auch einfach das ganze Ding nehmen und dann irgendwie einfach über den Nachttisch gehen oder übers Regal und der Staub ist hier dran. Habe ich auch schon getestet. Und diesen Selfie-Stab habe ich mir persönlich selbst jetzt für den Urlaub bestellt, denn wenn ihr das Video seht, dann bin ich gerade in Amerika und mache dort eine 4-wöchige Rundreise mit meinem Freund. Falls ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, ich poste nämlich sehr viel auf Snapchat, dann könnt ihr mir dort gerne folgen. Ich heiße dort LaurenCocoxx oder auf Instagram, da habe ich jetzt sicherlich auch schon ganz, ganz viele Fotos hochgeladen, weil ich das letztes Jahr auch schon gemacht habe und deswegen kann ich euch nur sagen, es lohnt sich, da gibt es echt ein paar coole Sachen zu sehen. Weiter geht's mit einem Kulturbeutel. Auch Jungs verreisen, ja? Und deswegen glaube ich, dass auch Jungs sehr, sehr gut einen Kulturbeutel gebrauchen können. Den gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Dieser hier ist von der Marke Reisentel und ich finde die Kulturbeutel von denen wirklich sehr, sehr gut, weil die immer so viele verschiedene Fächer haben. Und das Coole ist, man kann die mit so einem Griff einfach an den Türhaken hängen und dann kann man den, wenn der Original so ist, einfach so aufklappen und somit hat man richtig viel Stauraum und Organisationsfläche. Tada! Was ist das? Das ist etwas sehr Intellektuelles, kann ich euch schon mal sagen. Und zwar ist es eine Leselampe. Ihr könnt diese Lampe, wenn ihr abends lest, einfach so, das ist jetzt das Buch, so an euer Buch dran klippen und dann könnt ihr sie hier oben anschalten. Oh, das sieht man sogar sehr gut. Und dann habt ihr wirklich ein richtig schönes kleines Leselicht, falls ihr jetzt irgendwie in den Ferien auch mit anderen Leuten in einem Raum schlaft oder so und die nicht nerven wollt. Oder einfach so, falls ihr keinen Bock habt, eure Nachttischlampe anzumachen, finde ich das mega cool. Und übrigens, bei der habe ich gesehen, die gibt es auch immer in Euroshop. Da weiß ich natürlich nicht, wie die Qualität ist. Diese hier finde ich sehr gut von Amazon, aber eben ein Euroshop, da kann man sich wahrscheinlich auch einfach mal eine zulegen. Und dann kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar habe ich vor kurzem durch Zufall gemerkt, dass es echt sehr viel Spaß macht, wieder mal einfach so wie als Kind früher rumzumalen. Mit Buntstiften oder auch mit Filzstiften. Und zu diesem Anlass habe ich ein bisschen rumgestöbert und da habe ich tatsächlich was gefunden. Und zwar ist es ein Mandala-Buch. Sehr, sehr cool Mandalas, wie ich finde. Für Erwachsene. Also da fühlt man sich dann auch nicht so ganz, ja, so ganz doof. Die Mandalas da drin sind eigentlich echt auch ein bisschen anspruchsvoller. Also jetzt nicht so total einfach, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir das Ganze jetzt einfach mal bestellt und werde mal schauen, inwieweit ich das oft nutzen werde. Aber gerade abends einfach mal so zur Entspannung könnte ich mir das echt sehr gut vorstellen. Und das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben von euch für das Video. Daran sehe ich dann nämlich, dass es euch gefallen hat. Und dann freue ich mich einfach und weiß, dass sich das Ganze gelohnt hat. Außerdem kommentiert mir auf jeden Fall jetzt mal, welche Sache ihr aus dem Video am coolsten fandet oder was ihr euch vielleicht nachkaufen werdet. Da bin ich mal sehr gespannt. Hier am Rand kommt ihr nochmal zu meinen letzten Videos. Und zwar musste ich mir im oberen Video die verstörendsten Google-Bilder anschauen, die mein Freund mir gezeigt hat. Und oh mein Gott, es waren einfach so kranke Sachen dabei. Schaut da auf jeden Fall vorbei, falls ihr das Video verpasst habt. Und hier unten kommt ihr noch zu einem anderen Video. Mein allererstes Back-to-School-Video für dieses Jahr. Da zeige ich euch 10 richtig geile Back-to-School-Dinge, die jeder kennen sollte. Alle Links zu den Videos findet ihr auch unten in der Infobox. Genauso wie meine Social-Media-Accounts. Ich heiße überall LaurenCocoxx oder auch auf Snapchat, da heiße ich LaurenCocoxx. Haltet die Ohren steif, ich hab euch lieb und macht's gut. Ciao!